Auch wenn dieses Auto aus dem Hause Seat stammt, ist es ein SUV der Marke Cupra. Ich bin in Spanien und es geht um diesen Cupra Ateca und der stammt ja auch von der Iberischen Halbinsel. Der Cupra Ateca ist ja eigentlich bekannt, aber das hier ist eine Limited Edition, also eine Ausgabe, die man nur 1999 mal bauen will und natürlich auch verkaufen möchte. Was ist anders? Naja, was auffällt, das sind zum Beispiel hier die 20 Zoll großen Räder. Die haben ein sehr schönes Design, die passen auch sehr gut zu diesem Auto und es gibt bei diesem Auto hier auch eine sehr große Brembo-Bremsanlage. Für die Leute, die kräftig Gas geben, die möchten natürlich auch eine gute Verzögerung haben. Dann hat man hier installiert die Außenspiegel, die sind jetzt auch aus Carbon. Das sieht sehr schick aus, ist sehr leicht und auch sehr sportlich. Einen Dachspoiler hat der normale Cupra Ateca natürlich auch. Dieser hier hat eine kleine Verlängerung, die ist aus Carbon, sehr leicht und bringt auch noch ein bisschen mehr Abtrieb. Das hilft in schnell gefahrenen Kurven. Die Akropovic Auspuffanlage, die gehört natürlich zu einem so sportlichen Auto. Die sieht nicht nur gut aus, hat 4 Endrohre, sondern die macht auch einen sehr guten Sound. Dann geht's los. Per Knopf wird der 2 Liter Turbo gestartet und am 7-Gang DSG-Getriebe einen Gang eingelegt und der Sound verspricht viel. Also eines ist klar, mit dieser limitierten Ausgabe des Cupra Ateca möchte man die Marke ein bisschen mehr emotionalisieren. Und das ist auch gelungen, denn das Auto sieht optisch wirklich sehr sportlich aus, unterscheidet sich auch ein bisschen von seinem normalen Bruder. Und in dieser Klasse gibt es ein vergleichbares Auto eigentlich nicht, zumindest mal nicht zu diesem Preis. Schon die ersten Kilometer zeigen, der neue Cupra hat's drauf. Für mich wichtiger sind natürlich die technischen Daten und auch die Fahrleistungen bei diesem Auto, obwohl die Optik, muss ich sagen, stimmt natürlich richtig. Kompliment an die Designer, das ist schon gelungen. Die 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment, die sind absolut top und sprechen für sich. Das Ding läuft ja, wie gesagt, fast 250 und was auch interessant ist, das Handling ist wirklich gut. Man hat hier 6 Möglichkeiten, das Fahrwerk abzustimmen und die sportlichste Einstellung, die sorgt dafür, dass man hier auf dieser Landstraße sehr sportlich unterwegs sein kann. Das Auto rollt gar nicht so viel, obwohl man ja eigentlich in einem SUV sitzt. Und die Dinger, die bewegen sich schon ganz kräftig. Hier ist das aber nicht der Fall. Extra für uns wurde diese Straße abgesperrt. So war volles Rohr angesagt. Und das, was er optisch und soundmäßig verspricht, hält der Cupra Ateca Limited Edition locker. Viel Grip, eine perfekte Lenkung und der Allradantrieb garantieren Sicherheit und Fahrspaß. Noch besser als ein normaler Ateca. Klar, es ist vieles anders. Ja, der Cupra Ateca ist 10 mm tiefer als der normale. Die neuen 20 Zoll Räder und die flacheren Reifen vermindern die Fahrzeugbewegung auf welliger Straße und in Kurven. Dadurch ist er präziser und auch einfacher, schnell zu fahren. Das Paket macht das Auto sportlicher. Seine Ausstrahlung, sein Design und die Carbon-Cupra-Accessoires erwecken bei manchem Betrachter das Bedürfnis, den Cupra Ateca zu besitzen. Ein sehr emotional ansprechendes Auto. Das gilt auch für den sportlich und elegant gestalteten Innenraum, der natürlich ein virtuelles Cockpit und ein großes Display besitzt. Möglich sind diese Alcantara-Sportsitze. Sie sind schön und bieten beim Kurvenfahren viel Seitenhalt. Das ist das Kraftpaket, ein 2 Liter Vierzylinder TSI-Motor, der stammt natürlich aus dem VW-Regal, wird auch so verwendet im Golf R, besitzt auch 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment, wobei die Spanier hier ein eigenes Mapping angefertigt haben. Das unterscheidet sich dann ein bisschen von dem Motor, den man bei VW verwendet. Das Auto schafft 247 auf der Autobahn als Topspeed und die 100 stehen schon nach 4,9 Sekunden an. Auch Offroad kann er. Klar, als SUV mit modernem Allradantrieb nimmt er auch Hürden abseits befestigter Straßen. Übrigens, auch als Zugfahrzeug zeigt er seine Stärken. Den Verbrauch gibt Cupra an mit 8,3 Litern. Mein Verbrauch lag bei knapp unter 9 Litern.
Ja, zum Schluss mein Fazit zu diesem neuen Cupra Ateca Limited Edition. Der sieht nicht nur gut aus, er ist auch sehr perfekt unterwegs im Offroad- und im Onroad-Bereich. Also man hat eigentlich drei Autos, sein Fahrzeug für die Familie, für das Gelände und für die normale Straße. Das ganze Paket gibt für 49.850 Euro in der Basisversion. Tschüss, das war's von mir. Noch eine gute Nachricht ist, es folgen schon bald weitere Cupra-Modelle.